Servus Leute und damit herzlich willkommen zur XXL Bundesliga Prognose bei Fußball Bully. Es ist endlich soweit, nachdem ich das Video gedreht habe über die Abstiegskandidaten vor knapp 8 Tagen, Leute. Das war mein erfolgreichstes Video, das erste Video, das über 1800 Aufrufe geknackt hat. Vielen, vielen Dank dafür und für die ganzen Kommentare. Ihr habt fleißig mitgetippt und eure Kandidaten im Abstiegskampf getippt. Ich hoffe, das passiert bei diesem Video genauso. Hier würde ich mir wünschen, dass ihr die Top 7 tippt und die letzten 3. Würde mich sehr freuen, wenn da einige wieder von euch mitmachen und weiterhin das Video so positiv bewerten. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Aber Leute, genug gequatscht, ihr seht es schon, ich habe die Tabelle vorbereitet. Platz 1 der deutsche Meister, Platz 2 bis 4 hier im Blau, die Champions League Teilnehmer, Platz 5 und 6 Europa League, Platz 7 Conference League, dann das Mittelfeld und die Abstiegskandidaten mit der Relegation. Folgendermaßen heute machen wir es. Wir starten nicht ganz oben und nicht ganz unten. Ich starte bei den neutralsten Plätzen Platz 10 und 9. Als nächstes kommt Platz 11 und 8. Immer der hintere, bis ihr irgendwann bei Platz 18 und Platz 1 sind, Leute. Ich kann so viel sagen, bei mir hat sich auch die Meinung in der Zeit geändert. Es ist jetzt doch wieder 8 Tage rum. Ein paar Transfers sind passiert. DFB-Pokal wurde gespielt, wir werden auch zu jedem DFB-Pokalspiel des Bundesligisten was sagen. Die werde ich hier alle erwähnen. Das war mir wichtig, diesen Spieltag abzuwarten. Und wir werden zu diesem Projekt, kann ich euch gleich sagen, alle 9 Spieltage, also am 9. Spieltag, am 18. Spieltag, am 27. Spieltag und natürlich dann am letzten die Abschlusstabelle Videos machen in diesem Format. Die Meinungen werden sich immer ändern, aber im nächsten Video, also im 9. Spiel, sind die Transfers schon gefallen, Verletzungen dabei, dann wissen wir schon den Tabellenstand und trotzdem können wir da immer noch philosophieren, wie es ändert. Dann schauen wir auch immer, wie wir getippt haben bis dahin. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf, also wenn ihr da Interesse habt dran, einfach den Kanal umsonst abonnieren, den Kanal verfolgen. Ich mache Bundesliga-Prognosen und Analysen hauptsächlich und beschäftige mich mit Transfergerüchten. Also würde mich sehr freuen, wenn ihr weiterhin am Ball seid und natürlich das Video positiv bewertet. Und jetzt starten wir rein, Leute. Ich bin heiß, viel Spaß euch dabei. Ich werde von jedem Team drei positive Sachen sagen und 3 schlechte. So ungefähr 2 bis 3 Sachen im Auge. Und wir gehen rein. Mein 10. Platz, Leute, ist Union Berlin unter Urs Fischer. Also erstmal muss ich sagen, seitdem die oben in der Liga sind, Wahnsinnsarbeit, eigentlich nie was mit dem Abstieg zu tun. Dieser Mann macht einen unglaublichen Job, ist auch so ein bisschen der Christian Streich des Berlins, muss ich sagen. Brutale Arbeit sind für mich mittlerweile auch, muss man leider sagen, für die Berliner Hertha-Fans die Nummer 1 in Berlin. Ja. Hammerarbeit, also riesen Respekt an Union Berlin-Fans, falls ihr da seid. Ihr habt dieses Jahr, also eure Vorteile, diesen Hammer-Trainer, sehr gute Transfer getätigt, muss ich sagen. Jordan Sibajeu von Young Boys Bern, der war der gute Stürmer von den Young Boys, sehr torgefährlich. Theater hat ja den Kanga bekommen, der deutlich schlechter ist. Also er ist nicht schlecht, aber nicht besser auf Sibajeu. Also da hat Union Berlin den besseren Transfer auf jeden Fall bekommen. Jamie Ewing von Greuther Fürth bekommen, Morten Thorsby von Sampdoria Genua, Diogo Leite vom FC Porto bekommen, auch ein starker Transfer. Döki, Habara, Seguin, Pantovic und Starke, also Skake. Und Grill noch per Leihe, also richtig viele Transfer hier schon auf Union Berlin Seite. Also die wollen sich halt rüsten, die sind dieses Jahr in der Europa League, was halt dann ein Nachteil ist, aber zu den Abgängen. Aber nie als Abgang tut natürlich weh, 20 Millionen dafür bekommen, aber wurde er ersetzt von Jamboy-Stürmer. Ingwatsen ist weg für 2,3 Millionen, Dayaku ist weg, Moser, Prömmel nach Hoffenheim. Ja, ansonsten noch Otschipka nach Bielefeld, Utscher nach Braunschweig heute durchgegangen. Ne? Also das andere ist so alles verkraftbar. Lute nach Lautern. Aber wie gesagt, tolle Transfer. Ich traue Union Berlin wegen der Europa League Doppelbelastung, aber dieser Platz 10 zu. Eher nach oben als nach unten die Tendenz. Ne? Ist bei mir, also Union Berlin wird nichts ganz unten zu tun haben, meiner Meinung nach. Dafür sind sie zu konstant. Aber auch nicht mehr fürs internationale Geschäft sich qualifizieren. Und ich drücke natürlich die Daumen für die Europa League, dass ihr auch da eure Geschichte schreibt, wie die Eintracht die letzten Jahre. Es wäre sehr geil, mit diesen Fans dort für Furore zu sorgen. Also Daumen sind gedrückt. Bei mir Platz 10 für Union. Dann mein 9. Platz, ebenfalls ein Europa League-Kandidat von diesem Jahr, der SC Freiburg. Da muss hier das Logo ein bisschen kleiner machen, aber kein Problem. Ein bisschen anpassen, ein bisschen wenig Platz hier für Platz 9. Tut mir leid. Der SC Freiburg
ja, ebenfalls halt Doppelbelastung, das ist hier der Nachteil. Schlotterbeck verloren, finde ich schon. Gut, man hat Ginter bekommen, weil Schlotterbeck war einer der besten Verteidiger in der Elf des Jahres. Das wird schon wehtun, vor allem so sein Spiel auch mit Ball. Und die Erwartungshaltung wird in Freiburg auch nicht runtergehen, auch wenn die Freiburger sehr bescheiden arbeiten, schaut man medial jetzt doch anders auf sie. Ich denke, das wird sich auswirken. Ich habe auch gesehen, so ein bisschen im Transfermarkt, die Meinungen zu Freiburg, auch intern, die sagen alle, ja, so ein Märchen wie letztes Jahr wird es eher nicht geben. Aber meiner Meinung nach geht es auch nicht in die untere Tabellenhälfte, sondern Platz 9 bis Platz 7 ist alles drin. Mit Christian Streich, ein Hammer-Trainer, vielleicht der Beste der Liga, weil er einfach schon so lange einfach da ist und Top-Arbeit macht. Ein ruhiges Umfeld nach wie vor, obwohl da die Erwartungen hochgehen. Und der Kader ist einfach auch gut ersetzt worden. Man hat, wie gesagt, Schlotterbeck verloren, dafür Ginter gekriegt. Ich finde Schlotterbeck besser, aber Doan gekriegt, der gleich ein Tor im Pokal gemacht hat beim 2-1-Sieg. Lautern, Krimi, aber Kaiserslautern ist auch unangenehm zu bespielen auf dem Betzenberg. Kieré von St. Pauli bekommen, ne? Gregoritsch im Tausch für mit meinen Augsburgern, dafür haben wir Devirovic bekommen. Da freue ich mich auch später schon auf die Analyse. Abgänge Itta zu Fürth, Demirovic nach Augsburg, Havara nach Union und Tide nach Werl. Also wie gesagt, es ist so 1:1, finde ich, die Transfer. Schlotterbeck tut halt weh, aber so hat sich Freiburg auch wieder gut ergänzt. Platz 9 bei mir. Viel Glück euch in der Europa League ebenfalls. Schreibt eure Geschichte für uns, für den deutschen Fußball. Platz 11. Ja, Leute, die waren bei mir vor 8 Tagen noch im Kampf gegen den Abstieg. Da gab es einige Kommentare auch zu. Hat mich sehr gefreut, Leute, mal auch nicht deiner Meinung ist, einfach die andere Sicht aus Fansicht von Stuttgart zu hören oder auch nicht. Stuttgart bei mir aktuell auf Platz 11. Wieso habe ich sie jetzt so weit oben im Verhältnis zu 8-Tagen-Prognose? Waren sie bei mir ganz unten? Ja, ich mache die Prognose ja auf Stand jetzt. Wenn Sasa Kalajdzic geht, Sosa, ne, ist in dir noch bei City im Gespräch, Kalajdzic bei ManU, ne, wer weiß, wohin noch, kann, die können ja sich im Prinzip, gibt es da schon viele, die wollen, Mangala ist weg. Wenn die beiden noch gehen, wird es nach 9 Spieltagen vielleicht anders ausschauen, ne? Am 9. Spieltag, wie gesagt, werde ich es korrigieren, aber Stand jetzt mit diesem Kader, wo ihr habt, ihr habt das letzte Jahr unfassbares Verletzungspech, also blickt ihr als Vorteil sehr optimistisch in die Saison, weil schlimmer, viel mehr Verletzungen kann man nicht mehr haben. Sprich, der Kader ist schon stärker, vor allem wenn ihr Sosa und Kalajdzic halten könnt. Ihr habt ein gutes Spiel gegen Dynamo gemacht in der ersten Halbzeit. Zweite war dann ein bisschen unnötig schwer gemacht mit der roten Karte. Aber Stuttgart ist für mich, wenn der Kader so bleibt, wie er jetzt ist, also wovon ich eher nicht ausgehe, auf Platz 11. Wie gesagt, wir sprechen uns nochmal nach 9 Spieltagen. Stand jetzt, seid ihr, wenn ihr es so haltet, auch mit den Transfererlösen, falls Kalajdzic geht, gut wirtschaftet, gute Spieler holt, für mich auf Platz 11. Also ist hier die deutliche Veränderung. Bei mir habe ich meine Meinung geändert, viele Tage darüber nachgedacht, das Spiel gegen Dynamo gesehen, die erste Halbzeit. Und ihr seid bei mir jetzt weiter oben. Meine Meinung, wie gesagt, stand jetzt, seid ihr da, wo ihr steht bei mir. Ja, Platz 8. Die TSG aus Hoffenheim holt bei mir Platz 8 mit André Breitenreiter einen Coach bekommen, der gute Arbeit geleistet hat bei seiner letzten Adresse und jetzt einfach wieder Bundesliga-Luft schnuppert und davor finde ich auch schon keine schlechte Arbeit aber auf Schalke gemacht. Ich fand den nicht so übel. Hat Ausstrahlung, passt, finde ich, auch irgendwie gut zu Hoffenheim. Die TSG hat einen guten Kader, wie ich finde. Also vor allem spielen sie sehr sauberen Fußball schon. Die sind immer bemüht, sauber hinten rauszuspielen, ja, technisch guten Fußball. Wenn sie einen guten Tag haben, spielen sie wirklich auch Mannschaften an die Wand, weil die kaum an den Ball kommen. Kabak bekommen, für mich ein bisschen overrateder Spieler, aber trotzdem kein schlechter Transfer. Hat er zumindest ein Tor im Pokal gemacht gegen Rödlinghausen, das wichtig war. Prömmel von Berlin, ein geiler Transfer, ablösefrei. Phil Ole Becker von St. Pauli, ablösefrei. Ja, das sind so die 3 Transferabgänge. David Raum tut natürlich sehr weh, aber da wird noch links was passiert. Angelino ist Gespräch, das glaube ich, im Gespräch haben wir ein Video zu gemacht. Ich glaube nicht, dass er es wird, aber die werden da noch was kaufen. Die haben jetzt richtig viel Kohle noch im Anker. 26 Millionen für Raum. Klaus ist gegangen, Adamian Gacinovic, alle ins Ausland. Adamian nach Köln, Entschuldigung. Stavlidis nach Bochum, jetzt fix. Otto und Kasim Adams. Grilic, ein Vereinslos und Nordwald Imbers Vereinslos. Es sind schon einige weg, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich finde den Kader immer noch gut genug und ihr gehört da, also sie gehören eher oben hin von der Art Fußball, wie sie spielen. Und ich traue unter anderem Breitenreiter, den Hoffenheimer Platz 8 zu. Kann, wie gesagt, alles für jeden Club hier hinten auch nach hinten auch losgehen. Ne? Es kann auch Hoffenheim auf einmal Abstieg. Es ist immer ein Team, wo man sagt, hey, kann doch nicht sein.
was machen die da unten drin? Dann steigen die auf einmal ab oder kämpfen im letzten Spiel dann noch um Platz 16. Es ist einfach unfassbar. Und gerade eben, wo ich das sehe, wir haben rechts Platz 15 nicht. Das ist wieder mal klasse. Das werde ich jetzt einfach mal fix korrigieren. So, Platz 15 ist jetzt auch da. Ein bisschen Humor. Ich tue es jetzt bewusst auch nicht alles neu schneiden. Woher auch die Kraft, Leute. Jetzt haben wir unseren Platz 15. Genau, aber ja. Hoffenheim, wie gesagt, bei mir auf 8. Und wie gesagt, ich finde sehr wichtig, dieses Jahr ist der Start für alle Teams. Da kommt oft so eine Dynamik rein, auf einmal kommt man da unten nicht mehr raus. Ihr kennt es selber. Und dann, ich glaube, nach 9 Spieltagen werden wir schon so viel mehr sagen können. Wie gesagt, der Start, mal ein schlechter Start für Hoffenheim. Und dann steht man ganz schnell unten drin und es wird eine unangenehme Saison. Also ich finde es da sehr, sehr eng. Ich glaube, da seid ihr auch meiner Meinung. Es ist nicht so leicht zu tippen, das Jahr. Genau, dann kommen wir zu Platz Nummer 12, ist bei mir der erste FC Köln. Ja, es geht ein bisschen nach hinten, ebenfalls der Grund Doppelbelastung in der Conference League. Ja, es ist einfach Baumgart, der, finde ich, die Mannschaft auch rettet, sonst wären die vielleicht bei mir noch weiter hinten. Aber der Trainer, der packt die, der hat ein Feuer in den entfacht. Die haben den Kader relativ gut zusammenhalten können, die Kölner. Jetzt ist natürlich auch wichtig, dass die Modest halten, der unter anderem auch in Dortmund im Gespräch ist. Modest wäre halt schon enorm wichtig, wenn wir jetzt am 9. Spieltag wissen, dass er weg ist, kann sich das auch alles bei mir ändern. Der ist ein absoluter Keyplayer da als Mittelstürmer. Kilian haben sie jetzt fix, Adamian haben sie geholt, Tigges von Dortmund, ein spannender Mittelstürmer, ja, könnte natürlich für Modest spielen, aber Modest ist schon wirklich ein richtig gefährlicher Strafraumstürmer, da ist Tigges, finde ich, noch nicht so weit. Martel, ja, ansonsten Petersen, Meiner, Hussein Basic, ne, viele so aus der zweiten Liga, dritten Liga geholt, Petersen aus Birmingham City. Keine schlechten Transferabgänge, Sali Özcan tut weh, Bisek nach Aarhus, Schaub nach Hannover, Horn nach Bochum, Ostark nach St. Louis, Obus und ja, Kilian ist ja jetzt da. Wie gesagt, wegen Steffen Baumgart rechne ich bei den Kölnern nicht, also rechne ich nicht ganz unten mit denen, aber wie gesagt, müssen auch aufpassen. Ich denke nicht, dass sie sehr weit oben landen werden in diesem Jahr. Na, bin ich ehrlich, also das ist so meine Prognose. Einfach auch, weil man in Köln noch das Umfeld kennt. Jetzt sind die Erwartungen wieder sehr hoch, man ist Platz 7. Na, dann wird es, wenn es mal schlechter läuft, sehr schnell schlecht die Stimmung. Ich hoffe halt, ich denke aber, Baumgart hat es im Griff, deswegen werden die nicht ganz unten reinrutschen. Genau. Platz 7. Platz 7 bei mir, doch die Borussia Mönchengladbach. Die Borussia aus Mönchengladbach, genau. So heißt es. Ja, Conference League bei mir kann auch ein schlechtes Jahr werden. Auch sie müssen aufpassen, finde ich. Das ist einfach so schwer zu sagen. Aber jetzt, wenn ich so den neuen Trainer angucke, dann macht mir doch einen sehr guten, also gut Pokalspiel, 9-1 gegen Ober. Oder ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall ganz tief unten drin waren die 9-1 gut gespielt. Trotzdem, dass man 9-1 gewinnen, muss man auch erstmal. Abgänge sind schon hart mit Embolo, Benesch, Ginter. Ginter fand ich aber auch nicht so gut, muss ich sagen, bei Gladbach. Ansonsten die Zugänge. Itakura ist stark, von Schalke bekommen. Oscar Fraulo von Mittelland, spannender Spieler. Borges Sanchez als Linksaußen, 19 hochgeholt, könnte auch ein spannendes Talent werden. Und die sind noch ein paar dran, da wird noch ein bisschen was passieren. Unabhängig davon, Daniel Farke, ein guter Trainer, ein Mann, der da System reinbringen wird. Passt gut, glaube ich, wieder nach Gladbach, nachdem es mit Hütter gar nicht geklappt hat. So schlecht, wie sie letztes Jahr waren, sind sie ja einfach nicht. Und für mich Borussia Mönchengladbach trotz der Abgänge auf Platz 7 hier, aber muss, wie gesagt, auch aufpassen. Ich denke, dass da noch Transfer kommen. Und trotzdem vorsichtig sein, nicht, dass so ein wieder ein ganz schlechter Saisonstart hier unten reindrückt. Normalerweise gönnen sie für mich hier nach oben auf Platz 7. Ja, genau, also liebe Gladbacher, toi toi toi, für mich auch ein Club, der schön ist, immer international zu sehen. Die müssen einfach, aber wenn sie mal Europa League spielen oder Conference League, auch wirklich mehr Gas geben. Das ist mir immer zu halbherzig. Wenn ich da Frankfurt angucke, Weltenunterschied an Einsatz und Einstellung zu diesen Europacups, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Platz 13 bei mir, der Aufsteiger, der erste. SV Werder Bremen wird für mich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Werder Bremen hat einen super Trainer mit Ole Werner, der gut dahin passt. Könnte für mich auch so eine neue Schaf-Ära predigen, habe ich schon gesagt, glaube ich, in der letzten Analyse. Ist so eine kleine Euphorie wieder da. Na, es war sehr schlechte Stimmung in Bremen die letzten Jahre. Dann war irgendwann der Abstieg auch vorprogrammiert. Man ist einfach nicht aus diesem Trott rausgekommen. Hat mit Jens Stark aus Kopenhagen einen guten zentralen Mittelfeldspieler bekommen. Niklas Stark, einen guten Verteidiger. Pieper aus Bielefeld. Oliver Burke, einen spannenden Spieler, den wir noch aus Leipziger Zeiten kennen. Buchanan von Derby County. Mitchell Weiser fest verpflichten können. Leistungsträger im letzten Jahr in der zweiten Liga.
Salih Fu von FC Augsburg 2. Ah, schade, dass ihr uns den weggeschnappt habt. Scheint ein großes Talent zu sein. Genau, sehr guter Transfer. Auch das ist positiv in Abgänge. Navroki, beste, Toprak, ja, hat lange gespielt, auch vielleicht auch nach Antalyaspor, vielleicht noch mal Zeit, dass man da was tut. Ansonsten nichts, wo wirklich wehtut in meinen Augen bei den Abgängen bei Bremen. Genau, also deswegen bei mir ist Platz 13, müsst ihr aufpassen natürlich, aber ich glaube nicht, dass Werder Bremen unter den letzten drei stehen wird. Ne? Egal wie es so läuft, die sehe ich nicht da unten auf die letzten drei. Eher Köln. Also wirklich den Bremern für mich Entwarnung, ich finde sie konstant und in Kadern nicht schlecht. Platz Nummer 6, jetzt geht es ins internationale Geschäft, das wird bei mir der VfL Wolfsburg, sie kommen wieder zurück, sie haben mit Niko Kovac einen Trainer verpflichtet, der internationales Flair mitbringt, hat tolle Arbeit in Frankfurt geleistet, in Bayern war so, naja, aber zumindest Double geholt, da hat er zumindest Titelerfahrungen mal sammeln dürfen, auch mit Frankfurt den Pokal holen können, in Monaco erstes Jahr auch solide gearbeitet, er ist ein anstrengender Typ, so einer, der alles... Ja, der große Chef so, ne? Der hängt halt auch raus. Aber ich glaube, fußballerisch mit seinem Bruder Robert, der da immer mit am Start ist, wird er die Wolfsburger wieder auf Platz 6 führen. Mehr nach oben traue ich ihm auch nicht zu als Platz 6 mit dieser Mannschaft. Aber Kaminski bekommt von Lech Posen für 10 Millionen. Swanberg von Bologna, ein ähnlicher Typ wie Xaver Schlager. Franjic von Zagreb für 7,5 Millionen. Patrick Wimmer, ein geiler Spieler auf rechts außen von Bielefeld. Die haben richtig Kohle hier reingehauen. Kilian Fischer von Nürnberg und Pecinovic von FC Augsburg U19. Also die Augsburger U19-Spieler sind auch echt bei uns weggekauft worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ansonsten ist halt Pongracic auch wieder zurück. Brekalo, ja, muss man halt gucken. Ne? Dann wird Mamouches zurück, der auch das Tor gemacht hat im Pokalspiel gegen Jena. Da habt ihr euch sehr schwer getan. Also die Wolfsburger 1-0 mit durch ein spätes Tor von Mamouche. Dann doch gewonnen. Abging es Schlager nach Leipzig, Mbappé nach Fulham, Rechtsbescheid nach Augsburg, den empfangen wir mit offenen Armen. Genau, ansonsten ist das alles nicht so schön. Brooks hört auf, also vereinslos und William auch vereinslos. Luke Bakio ist jetzt fix nach Hertha. Wolfsburg mit Niko Kovac ne, auf Platz 6. So, aber mehr traue ich ihnen auch eigentlich nicht zu. Ich denke, der sechste Platz ist auch ein Platz, mit dem Wolfsburg leben kann. Und da müssen sie mal in der Europa League jetzt auch was reißen. Da kommt mir auch immer, wenn Wolfsburg international vertreten ist, viel, viel zu wenig. In der Hoffnung, dass das dann auch besser klappt. Platz 14, Leute. Ja, da hat es bei mir mein Heimatclub FC Augsburg jetzt tatsächlich hingeschafft. Ich hatte sie in meiner Abstiegsprognose vor 8 Tagen noch auf einem Abstiegsplatz. Aber jetzt mit den ganzen Community-Wechseln, sie haben so viel recherchiert. Ich habe den Maßen so die ersten Tage jetzt intensiver verfolgt, die Spielidee. In Augsburg herrscht auch eine riesen Vorfreude. Wir müssen aufpassen, wir sind definitiv unten einer der 5-6 Teams, die da unten mitspielen wird, dann auch einen direkten Abstiegsplatz enden. Aber ich glaube, wir werden es schaffen. Für uns spricht einfach die irre Erfahrung im Abstiegskampf, jetzt so über die Jahre, die wir aufgebaut haben. Wir verlieren das selten, die Nerven. Selbst wenn wir in den letzten Spielern drin sind, werden wir dann eher stärker und holen die Punkte. Oft holen wir auch Big Points, wie gegen Bayern oder Dortmund mal einen Sieg. Dann einfach so Sachen, wo mir für den FCA Mut gibt. Mit Elvis Rechtsbitscheier einen guten Spieler geholt, wo man halt nachlegen muss. Da haben wir jetzt oft gequatscht in meinen FCA-Videos auf der rechten Schienenposition und vielleicht noch vorne im Sturm oder hängend. Dann wäre der FCA bei mir safe auf 14. Aber wie gesagt, haben es bei mir jetzt 2 Plätze so tendenzmäßig hoch geschafft. Ich glaube an sie. Ich glaube, der FCA bleibt in der Liga. Deswegen bei mir ein bisschen hier hochgerutscht. Also, liebe Augsburger, ich hoffe, ihr freut euch und ich glaube, mit so einem Platz könnte man auch leben. Natürlich, bin FCA ist so vom Platz 12 bis 18 alles drin, aber mehr sehe ich nicht. Dann bin ich zu sehr Realist, aber ich lasse mich auch überraschen. Für jedes Team gilt auch, die hier unten sind, ihr kennt es, wie es ist, letztes Jahr Freiburg, auch der FCA war mal Europa League. Es passiert immer so ein Wunderding, auf einmal steht da ein Club, den man unten erwartet hat, auf Platz 6, 7, 5, 4 und kämpft da oben mit und das kann hier auch für jeden passieren, ne? Ganz klar. Ja, Platz Nummer 5 bekommt von mir die Eintracht aus Frankfurt. Ja, da ist wirklich die Tendenz, wenn sie das leisten, ne, was sie momentan zeigen. Riesen Spiel gemacht gestern gegen, wir haben gesehen, Magdeburg. In Magdeburg schwieriger Gegner, aber die haben so souverän gespielt. Kamada richtig gut auf der 6. Götze hat ein tolles Spiel gemacht, passt sehr gut ins System. Alario gekauft, also man dazu muss sagen, vorne halt jetzt noch eine zweite. Boré macht einen richtig guten Eindruck, ist jetzt noch mehr integriert im System. Ja, das ist schon eine Mannschaft, also das ist gefährlich. Also die Frankfurter, die können auch wirklich sich, jetzt haben sie eine Chance, sich zu etablieren, länger zu etablieren.
in den oberen Plätzen und das müssen sie nutzen. Hinteregger tut weh, aber die Abwehr schaut trotzdem sehr, sehr stabil aus. Alle Transfers, also muss ich sagen, mit Jakic jetzt auch fix und Hauge haben sie fix geholt, also alles halten können. Smolcic geholt von Rijeka HNK und der Kolomwani, dieser sauschnelle Mittelstürmer von Norse, ablösefrei bekommen. Das ist jetzt einfach dieser Ruf von Frankfurt mit der Europa League Sieg, Butter von Royal Antwerpen. Also da ist richtig Qualität. Alidu von Hamburg, die haben nachgelegt. Zuba ist weg, Koa ist weg, Salazar ist weg, Da Costa. Da Costa wäre auch ein für der FCA gewesen, als Schienenspieler, aber dazu mal dann auch vielleicht eventuell auch ein Video. Barkok, na, das sind alles Abgänge, Isaka, Hinteregger, das waren nicht mehr die Leistungsträger letztes Jahr. Das ist alles verkraftbar. Frankfurt wurde stärker, hat die Doppelbelastung mit Champions League wahrscheinlich auch dann eventuell, ich glaube, die werden sogar eher dann Dritter, als dass sie rausfliegen in der Gruppenphase. Trotz Doppelbelastung, jetzt eure Chance, Frankfurt. Bleibt da oben, festigt euch, ihr seid ein geiler Club. Und ich glaube, sie werden schaffen, wieder unter den ersten 5 zu landen. Was heißt wieder? Sie waren letztes Jahr in der Liga eher schlecht, aber ich traue ihnen zu, dass sie dieses Jahr auch in der Liga konstanter sind und eine richtig starke Mannschaft auch wirklich haben. Kostic, wenn sie den halten, schaut alles danach aus. Endika noch halten, es schaut alles danach aus, dass sie bleiben. Sie sind natürlich überall mal im Gespräch. Dann wird das ein geiles Jahr für die Eintracht. Ja, jetzt wird es ernst, Leute. Wer schafft den letzten sicheren Klassenerhaltsplatz bei mir? Das ist noch unten drin. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wen ich da drin habe. Mainz, Bochum, Schalke, Hertha und oben kämpft natürlich Leipzig, Bayern, Dortmund und Leverkusen um die Top 4 Plätze. Ich glaube, da sind sich auch viele einig. Platz 15, meine Herren und Damen. Wie gesagt, schreibt auch eure Meinung, wie es jetzt ausschaut. Wer hat sich da in 8 Tagen auch was geändert? Bei mir Mainz 05, also doch gut unten reingerutscht. Bo Svensson zwar ein geiler Trainer, aber ich habe sie irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe dieses Bauchgefühl bei Mainz, dass es dieses Jahr ein schwieriges Jahr wird. Manchmal hat man so ein Bauchgefühl einfach, was sie alles verloren haben. Ein Spieler Niakete nach Nottingham, Just, St. Just nach Sporting, ist schon hart. Die zwei waren schon richtige Leistungsträger da hinten drin. Also zwei Innenverteidiger, die absolut stammen. Pierre Gabriel, Nebel, das sind alles, die anderen sind alle so kraftbar. Gekauft hat man Fulgini von Angers, Leitsch als Innenverteidiger von Bochum, okay. Ingwadsen, Bursok, Dominic Kor auch jetzt fix. Gazi, Danny Da Costa jetzt auch fix. Und Barkok. Ne? Okay, die Transfers sind nicht schlecht. Leitsch kann ich mitleben, aber mit Just und Niakete finde ich schon heftige Innenverteidiger, die da weggegangen sind. Also wirklich überdurchschnittliche Innenverteidiger. Darum bei mir Mainz unten drin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird ein richtig enges Jahr. Dass Mainz wird lange unten drin mitspielen. Ist, wie gesagt, mein Bauchgefühl. Es tut mir leid, dass so ist, aber letztes Jahr war einfach stark mit Best of the Rest Platz 8. Jetzt ist er unten für mich angesagt für Mainz. Genau, jetzt von den ersten 4. Leute, ich sag's euch ehrlich, ich hatte lange Leverkusen auf 2-3, aber dann kam das Spiel. Spiel gegen, ihr wisst schon, Elversberg. 3-4, 4 Tore gegen Elversberg kassiert, Leute. Das ist zu viel. Leverkusen, auch eine schwankende Mannschaft, spielt mal brutalen Fußball. Oft, wenn es drauf ankommt, gegen große Teams, also gegen Bayern oder Dortmund, verlieren sie dann doch die Spiele. Wobei diese Mannschaft extrem feier, ist mir die Abwehr zu schwach. Die haben da auf das Personal gesetzt, wo sie haben, statt Spieler zu verpflichten. Kann man machen. Wie gesagt, ich finde den Trainer absolut Hammer. Er macht einen super Job. Ihr spielt unglaublich geilen Fußball. Sorry, Alario verletzt, was laber ich für ein Mist. Alario zu Frankfurt, Weiser war eh kein Thema. Also Abgänge hat man auch nicht wirklich. Die Wehtum Baumgartlinger ist jetzt vereinslos. Der Kader ist einfach so 1-1, wie der letztes Jahr war. Sie wollen noch einen aus Donetsk, einen linken Ausführer, Molinik oder so heißt der. Der soll auch ganz gut sein, ich kenne ihn nicht. Wenn sie den noch kriegen, ist die Offensive mega besetzt. Leverkusen, wie gesagt, von 2-4 alles drin. Nur der Auftritt gegen Elversberg hat mich jetzt hier beeinflusst, euch wieder auf 4 zu setzen. Und wie gesagt, ein Spiel, dann reden wir eh nochmal. Aber Leverkusen hat für mich das Potenzial, auch weiter zu werden. Er ist eine starke Mannschaft, man kann ein Spiel mal schlecht spielen. Aber ich sage, genau das ist das Problem immer. Ja, man kann mal einmal schlecht spielen, aber es sind halt oft einfach zu oft schlechte Spiele drin bei Leverkusen. Zwar auch richtig geil, aber auch richtig schlechte. Leider. Sonst ein geiler Club. Ich feiere Leverkusen. International immer gut unterwegs. Passt. So, Platz 16. Relegationsplatz, Leute. Ist für mich die Wundertüte des Jahres. Es kann auch weiter nach oben, weiter nach unten für sie gehen oder ganz nach unten. Komplett neue Mannschaft. FC Schalke 04, komplettes Chaos. Ich weiß nicht, ob ein Verein jemals so eine Transferperiode hatte wie Schalke, aber ist ja klar, die stehen einfach im Umbruch, finanziellen Umbruch.
viele geile Transfer, aber das muss ich erstmal einspielen. Ich werde jetzt nicht alle nennen. Es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Spieler, die neu im Kader sind. Das ist eine ganze Fußballmannschaft. Alex Kralle ist so ziemlich das Highlight von Spartak Moskau. Ujovan halten können, wichtig. Salas halten können. Polter von Bochum. Na, sind schon gute Jungs dabei. Svolo im Tor. Aber es ist einfach so schwer einzuschätzen. Ne? Verloren haben sie halt was. Vetu Palsen zu DC United. Der war ein absoluter Leistungsträger. Finde ich total schade, dass der gegangen ist. Ansonsten Piering halt zu Paderborn jetzt geliehen. Der Rest Salif Sané. Ja, gut. Vereinslos. Wollten sie nicht mehr behalten. War zu teuer. Itakura tut weh. Chulinov tut weh. Das war auch ein Aufstiegsheld. Wie gesagt, eine Wundertüte kann weiter nach oben gehen mit diesem 14-Transfer, aber auch ganz nach unten wieder. Wie gesagt, Schalke, seid nimmst du es nicht krumm, aber es ist halt einfach am schwierigsten einzuschätzen der Mannschaft. Es sind viele schwer. Genau. Platz Nummer 3, lange hin und her gehadert. RB Leipzig bei mir. Doch gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit hätten sie gleich mutiger gespielt, wäre es enger gewesen, aber hätte gibt es nicht im Fußball. Verloren ist verloren. Das hat mir zweite Halbzeit gut gefallen. Die Leipziger waren allgemein in der Rückrunde sehr konstant unter Tedesco. Jetzt müssen sie ein neues Spiel nach vorne finden. Das werden sie. Sie werden auch ein gutes Jahr spielen, besser als letztes Jahr. Gut reinkommen ist für sie wichtig. Dann können sie auch oben lange mitspielen. Wichtig für alle Top-Teams da, Top 5, Top 6, guten Start, um mit Bayern mitzuhalten, solange es geht. Timo Werner noch im Gespräch, wenn der noch kommt, ne, absolut Platz 3, 2 Gefahr für mich. Geile Mannschaft, spielt oben, ganz, ganz oben mit, solange es geht. Ja, wollen wir es hoffen, dass die Liga halt einfach eng bleibt, bleibt es oben dran. Gas geben, wichtiger Start wäre halt wichtig. Genau, Platz Nummer 17 bei mir, der VfL Bochum. Tut mir ein bisschen leid, weil sie letztes Jahr ein richtig geiles Jahr gespielt haben. Ein bisschen vielleicht auch die Strahlkraft. Bochum brutal heimstark, hat noch Positionspotenzial durch gute Abgänge. Kann da noch ein bisschen was auf dem Transfermarkt passieren, dementsprechend kann sich das ändern. Die Heimstärke ist ihr Plus, geile Fans, brutal unangenehm dort zu spielen. Förster, Stafelidis, Hoffmann, einen geilen Stürmer bekommen. Horn, Goralski, Stöger noch und Tutu. Abgänge, die heftig sind, halt Kotschap für 10 Millionen, Leitsch für 3,5 Millionen zu Mainz, Polter 1,5 Millionen. Das sind gute 15 Millionen, die sie hier erwirtschaftet haben. Pantovic ist weg, Danny Blum ist weg, Tesche ist weg. Es sind schon einige Spieler, die auch gute Leistungen gebracht haben letztes Jahr. Elvis Respelschein natürlich, der jetzt in Augsburg ist, ist auch weg. Der hat auch fast alle Spiele gemacht. Wie gesagt, Bochum leider bei mir auf Platz 17, aber sie können durch ihre Heimstärke auch noch die Klasse halten. Ne, lass mich überraschen, ihr spielt wieder eine Platz 12 Saison. Bei mir aber stand jetzt auf Platz 17. Aber mal sehen, was ihr noch auf dem Markt tut. Geld ist vorhanden durch den 10 Millionen Abgang und 3,5 Millionen von Leitsch und Bella Kotschap. Ja, Platz 2 für mich. Also tut mir leid, Didi Hamann hat Dortmund auf 1 getippt. Mal wieder bin ich nicht seiner Meinung. Einer hat auch nicht geschrieben. Na, lass mal's. BVB stark. Er sieht hier lange eher auf 3 oder 4. Aber habe ich den Auftritt gesehen gegen 60. Terzic Ansprache vor den Fans. Die Emotionen. Er hat auch dort gute Arbeit schon geleistet. Das ist halt die Frage. Seine erste Station als Pflichtin, aber ich glaube, er passt dahin und nimmt die Fans emotional mit. Er macht die heiß. Dortmund wird auch Stand jetzt noch einen Stürmer holen. Das ist, soweit ich weiß, bestätigt. Man weiß noch nicht wen. Soll vielleicht diese Woche noch bekannt gegeben werden. Und der BVB für mich dann doch, wenn sie nicht jetzt mega Verletzungspech haben, Süle ist jetzt auch schon mal leicht verletzt wieder, Platz 2, weil sie dann am Ende doch die konstanteste Mannschaft da oben sind. Knapp mit Leipzig wird das, glaube ich, ein Rennen und Leverkusen auch. Also es ist eng da oben. Hängt viel mit Verletzungen, Start und alles jetzt reinkommen in die Saison alle. Aber insgesamt sehe ich Dortmund doch auf 2. Und direkter Absteiger ist bei mir dann die Hertha aus BSC. Ja, 4-4 gegen Eintracht Braunschweig, auch 4 Gegentore gegen den Zweitligisten. Das ist zu viel. Sie wollen jetzt zwar ein bisschen wieder aktiver Fußball spielen unter Schwarz, aber die Hertha für mich wirklich ein Verein, war auch einmal in den Kommentaren hier mit drin, das sehr irgendwie an den HSV erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet in Berlin selber, falls ihr ein paar Hertha-Fans sind. Von außen wirkt es gerade sehr unruhig im Umfeld, im Präsidium. Ihr habt viele Unruhe, Härte, Baustellen, die gemacht werden. Bobic tut es ja auch schwer, das in den Griff zu kriegen. Ja, meistens halt das Stadion nicht halt komplett voll, ist auch so eine Sache. Es ist so ein bisschen und sehr unkonstant. Man hat letztes Jahr wirklich schlechten Offensivfußball gespielt, sollte sich das mal schwarz ändern, aber insgesamt für mich die Hertha aktuell letzter. Muss ich ehrlich sagen, man hatte zwar mit Kanga einen Stürmer bekommen, den man wollte, der in Gang kam, hat man fest jetzt. Uremovic von Kasan geholt, Kenny von Everton, der ist, fühle ich den Transfer, Sunic von Birmingham.
Aoki von ZSK Moskau spielt, den ich nicht kenne. Na, vielleicht droppt da einer richtig und eskaliert, aber Lirosun Turunaniga verloren nach Holland und Belgien. Das ist halt Niklas Stark hinten verloren und Svolo als Torwart. Gut, Svolo war, glaube ich, gar nicht mal im Kasten, aber Niklas Stark tut schon auch weh. Askasiba tut weh, ne? Wollte neu raus und ist nach Italien, nach Cremonese gegangen. Ishak Belfodil, der hat auch nicht schlecht gespielt von den Relegationsspielen. Dann schon eine Säule, ist jetzt auch vereinslos. Glünter ist weg. Hertha für mich leider Gottes letzter Platz, Leute. Ich hatte viel dieses HSV-Flair, bevor sie abgestiegen sind. Es geht einfach nichts irgendwie. Man nimmt sich viel vor, aber es klappt nicht. Und ja, deutscher Meister ist für mich der Rekordmeister und er holt den 11. Titel der FC Bayern. Wahnsinns Transferfenster, muss man, glaube ich, nicht viel erklären, warum ich sie da sehe. Trotz, sie wollen, glaube ich, ohne Stürmer rein in die Saison, Mittelstürmer. Sie haben ja Tell und Choupo-Moting noch auf der Bank. Und was ich da gegen Leipzig gesehen habe, da ging die Post ab. Ich habe Bock auf dieses Spiel von den Bayern. Das ist, glaube ich, ein sehr unberechenbarer Fußball. Klar, gegen große Teams, sie können ja zur Winterpause nachlegen, wird man, glaube ich, einen Mittelstürmer brauchen. Kann man aber dann alles noch nachlegen. Aber ich, für mich, die Bayern mit Masraoui auch als Rechtsverteidiger eine Baustelle geschlossen, die man machen musste. Falls Leimer nicht kommt, Sabitzer spielt gerade auch gut. Die Mannschaft ist so brutal aufgeschüttet. De Ligt, der sich einspielen wird. Also da kommt kein Hopfen und Malz ran. Es, wie gesagt, es kann Wunder geben, aber die Hinrunde muss richtig gut sein von Teams. Am besten vor Bayern noch Herbstmeister werden mit ein paar Punkten Vorsprung. Dann ist eventuell was drinnen, aber ansonsten für mich die Bayern ganz klarer Favorit. Immer noch 80% Meisterschaftswahrscheinlichkeit für mich, für den deutschen Rekordmeister. Also Leute, das war meine Bundesliga XXL-Prognose, meine Tabelle. Ich würde mich sehr freuen, wenn es euch wieder gefallen hat, dass ihr einen Daumen da oben lässt. Schauen wir mal, ob wir das erste Video anderen toppen können. Das war, wie gesagt, mein erstes Video mit über 1000 Aufrufen. Ich mache das Ganze seit, ja, knapp 10 Tagen jetzt, dieses Bundesliga-Konzept. Den Kanal gab es schon länger, es war ein Gaming-Kanal. Jetzt würde ich gerne eure Tipps sehen. Wer Lust hat, kann die ganze Tabelle hinten unten reinschreiben. Ich schaue mir das alles an. Also ist immer sehr spannend zu sehen, wie andere Leute aus anderen Bundesländern oder aus anderen Sichtweisen die Tabelle zuordnen. Stand jetzt, wir machen das in 9 Tagen wieder, am 18. Spiel und am 27. nochmal mit der Analyse, wie wir stehen. Denkt da dran, Leute, dafür einfach Kanal abonnieren, kostenlos. Allgemein, wenn ihr den Content feiert, Bundesliga-Prognosen und alles. Ich tippe jeden Spieltag zur Bundesliga mit euch zusammen. Dann bleibt hier dran, würde mich extrem freuen. Wer zu faul ist zu schreiben, nur so viel, tippt mir halt meinetwegen die ersten 7 oder die letzten 3. Tut euch einfach beteiligen, schreibt Feedback, ich schaue jeden Kommentar an und schaue, dass ich auch jeden in irgendeiner Art und Weise beantworte. Danke, euer Dennis, auf einen geilen Start am Freitag. Frankfurt gegen Bayern München.